Ich bin Andreas. Hey, dass du da seid. Schöne Bahne hier. Hallo, alles fit? Ja, heute wollen wir den Namen, wollen wir den Namen, und zwar den Namen Tabea. Tabea bedeutet die Gazelle, und das ist die aramäische Form von, ist eine Variante von den aramäischen Vornamen Tabetha oder Tabitha. Ja, und vom Klang her ist Tabea, ja, finde ich jetzt nicht so, ja, Tabea klingt ja nicht so toll, ist meine persönliche Meinung jetzt. Und so Variant, also so Kurzform von Tabea sind halt Tabi, ja, Tabi kenne ich nur, oder Tab, oder Tab Tab. Also ich weiß nicht, ich kenne nur zwei oder drei Tabeas, und ja, ich kann ja auch nicht so viel, weil jede Tabea ist anders, und ich kenne auch nicht so viele Tabeas, deswegen kann ich auch zu Charaktereigenschaften einer Tabea nicht so viel sagen. Ja, von Klang her, wie gesagt, der Name ist nicht so, von Klang her nicht so schön, finde ich, Tabea. Und ja, Varianten gibt es halt, ja, nur mit B, und Tabea halt, bei Tabeta halt mit I oder mit T. Und mit H oder ohne H. Tabitha oder Tabetta, Tabitha. Und die Verbreitung in Deutschland von Tabea ist, denke ich mal, geht so. Der Name ist in der Beliebtheitsskala nicht so, denke ich mal. Ist meine Einschätzung. Ich grüße jetzt alle Tabeas mal da draußen. Schön, dass ihr da seid. Alles fit. Und falls euch das Video gefallen hat, dann hoch, was ich da runter. Kommt das immer gewünscht, falls ihr was den Namen zu Tabea zu sagen habt und so. Dann immer gerne, und das sage ich mir bis zum nächsten Mal, Kanal. Tschüss.